Ich hab Monster, Kopf, verdeckte Gespenster, die sich unter dem Bett und den Schrecken verstecken. Sie wecken mich nachts aus dem Schlaf und wollen mein Blut lecken. Eine Gänsehaut schleicht sich den Nacken rauf und verbreitet Panik. Gedanken sind unkontrolliert, pressen auf die Brust und erschweren das Atmen. Ich sehe tief ins Dunkle und suche erschreckt nach einem Funken Licht. Und doch finde ich das Ende nicht, weil meine Sicht an mir selbst zerbricht. Ich presse die Augen zusammen, spiele Kind und denke, wenn ich nicht sehe, sieht mich niemand. Meine Glieder werden fiebrig, ich gehe in verschwitzt und der Kopf zum Zwieback. Meine Laterne funktioniert nicht mehr, der Docht der letzten Kerze ist ausgebrannt. Die Finger sind versenkt vom Versuch, eine Fackel aus veralteten Hölzern zu basteln. Ich habe Kopfschmerzen, weil die Monster sich einen Weg durch den Schädel bahnen wollen. Ein Vorschlaghammer könnte den Gedankengang hinter der Stirn zum Fallen bringen. Ich lache nach außen, weil ich nicht mehr weiß, wie ich mich anders ausdrücken soll. Und schreie im Innern, bis ich vor Heiserkeit kein Wort mehr rausbringe. Ich muss mich zwingen, morgens aufzustehen, obwohl ich nicht richtig schlafen kann. Meine Beine fühlen sich benommen an, weil sie derzeit zu viel zu tragen haben. Ich habe Durst nach Leben, habe aber das Gefühl, den ganzen Saft zu ertrinken. Ich stinke vor aufgewühlten Gefühlen und befürchte mich nicht durch den Schlick fühlen zu können. Ich will meinen Herzschlag spüren, kann aber das dröhnende Pochen nur kläglich ertragen. Ich verrate mich selbst, weil ich Angst davor habe, ein Ergebnis zu erfahren.